Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu meiner Wenigkeit der Sky und einem weiteren Unreal Engine 4 Tutorial. Heute geht es um den wunderbaren Fehler C4800, den ihr, und natürlich MSB3075, den ihr in dem Visual Studio 2019 bekommt, wenn ihr die aktuelle Version, für mich ist das gerade die 4.24.3, die 4.25 ist noch in der Preview, aber egal, das wird vermutlich bei euch stattfinden, weil ihr die Visual Studio Version 2019 benutzt, ist das bei mir auch der Fall, aber wir können diesen Fehler umgehen. Also wenn ihr einen Fehler habt mit implizierte Konvertierung von ADODB in einen booleschen Wert, Datenverlust möglich und natürlich hier noch, dass irgendwelche Berichtigungen fehlen, dann könnt ihr das jetzt wie folgt machen. Wir öffnen Visual Studio 2019 natürlich, aber öffnen auch den Ordner, wo wir die Engine installiert haben. Bei mir ist das L Unreal Engine, Unreal Engine 4.24 Source. Ihr habt natürlich jetzt mittlerweile schon auf Setup.bat geklickt und damit die Engine runtergeladen. Wenn ihr das gemacht habt und versucht habt, die zu bilden und dieser Fehler kam, dann können wir jetzt hier auf Engine klicken. Also ich mach das mal Vollbild. Als nächstes klicken wir auf Source. Wenn wir das gemacht haben, klicken wir auf Programs. Dann suchen wir uns das Unreal Engine Build Tool raus. Ich muss mal kurz suchen da. Unreal Engine Build Tool. Als nächstes gehen wir auf System, nee, auf Platform, sorry, auf Platform gehen wir. Dann auf Windows. Und jetzt haben wir hier die vctoolchain.cs Datei. Jetzt können wir das entweder mit Visual Studio öffnen, also so, dass ihr hier drin seid. Oder alternativ könnt ihr das auch mit Rechtsklick Edit with Notepad++ öffnen, so dass wir hier in dieser Datei drin sind. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal mit wunderbaren Visual Studio. Wir sind jetzt hier in der VC Toolchain Datei. Scrollen runter, bis wir zu der Linie 486 kommen. Da müssen wir kurz mal runterscrollen. 486, da haben wir es. Und bei euch sieht das jetzt so aus. Ich lösche das mal kurz. So. Ups, so. Bei euch sieht das jetzt so aus. Hier steht else if und dann bla bla bla, arguments at WE 44, 56 und so weiter. Und wir tragen jetzt dieses Argument rein. Also arguments at WD 4800. Ihr erinnert euch an den Fehler, den wir gerade eben hatten. Und zwar C 4800. Bei uns steht jetzt hier WD 4800 und dann nochmal der, oder die Beschreibung 4800. Implicit conversion from type to bool possible information loss. Und das werden wir einfach hier in diese Zeile eintragen. Und wenn wir das gemacht haben, ist euer Problem gefixt. Jetzt müssen wir als nächstes noch darauf achten, dass wir hier diese Datei rebuilden. Das heißt, wir klicken hier oben links auf Speichern. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier in den Ordner, also unter der Projektmappe Programs, und dann suchen wir jetzt das Unreal Engine Build Tool raus. Das sieht bei euch dann beispielsweise so aus. Das ist hier bei mir grün. Dann klicken wir hier drauf, Unreal Engine Build Tool, machen Rechtsklick und sagen Erstellen. Das dauert bei mir, also bei mir hat es nur eine bis fünf Sekunden gedauert. Das dauert echt nicht lange, bildet das Ganze. Und sobald das fertig ist, speichert nochmal alles, dann geht ihr hier hoch, klickt auf Engine, dann auf Unreal Engine 4, was in so ein, ja, violetten, pinken Symbol ist, klickt Rechtsklick drauf und sagt hier Erstellen. Bitte achte darauf, dass hier oben links Development Editor steht, erstens, und zweitens Win64. Und dann klickt ihr hier einfach auf, warte mal, ups. Ja, komm schon. Unreal Engine 4. Und dann sagt ihr hier Erstellen. Nicht neu erstellen, sondern erstellen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wenn ja, tut gerne ein Like hinterlassen. Wenn ihr neu dabei seid, tut auch gerne ein Abo hinterlassen. Herzlich willkommen an der Stelle. Und tut immer gerne die Glocke aktivieren, um immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand zu bleiben. Bei Problemen, Fragen oder Vorschlägen für neue Tutorials, gerne einfach unten in die die Kommentare reinschreiben. Und damit würde ich mal meinen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream, sonntags immer um 20 Uhr oder im nächsten Let's Play oder Tutorial. Haut rein, ciao, ciao.